Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Und bevor ich es vergesse, kicken wir jetzt erstmal den sinnlosen Schrott hier raus. Wieso habe ich denn extrem dichter Nebel dreimal? Ach nee, Quatsch, das ist nicht das Deck, ne? Das ist das Deck. Okay, also klumpe Kälte, einmal drin ist richtig. Strömender Regen nutze ich eigentlich nie raus damit. So. Gutes Wetter. Wann benutze ich mal jemand eine Wetterkarte? Raus damit. Klirrende Kälte lasse ich einmal drin. Muss ich jetzt eigentlich so viele. Also muss ich 10 drin haben? Ich weiß es gar nicht mehr, wie es war. Okay, Finte zweimal. Ich überlege, ob ich noch ein drittes Mal Finte reinnehme. War's, oder? Ein Sonderkarten. Okay. Gut. Mal speichern. Und jetzt geht's Simsalabim Sabrina ab zum Hauptquest. Oh Gott, wie viele Stunden wir schon wieder damit verbracht haben, irgendwas anderes zu machen. Ich hab mal das Hauptquest anzugucken. Und wir haben noch nicht mal ansatzweise alle Nebenquests aufgedeckt, die noch auf uns zukommen durch die Anschlagtafeln. Also das ist echt... super verrückt. Oh, sorry, jetzt habe ich die komplett umgeritten. Das war keine Absicht. Ja, also das ist echt krass, wie viele Nebenquests. Vor allem direkt am Anfang, wie viele verrückte Quests man direkt... Oh, wieso bleibe ich einfach auf dem Weg? Wie viele verrückte Quests man halt direkt... Oh, ich gehe mal querfeld ein, wobei hier gibt es immer so viele... Genau das habe ich gemeint. So viele Bäche, über die man nicht einfach reiten kann, wenn man Pech hat. Ja, wie viele Nebenquests man halt... Oh, interessante Ruine. Ach ne, wir sind einfach schon da. Hier ist der Friedhof. Ach, bin ich blöd. War gar nicht mal so weit weg. Arturo Far Ipen. Nilfgaardischer Botschafter starb tragisch durch Blitzschlag, nachdem er Herzogin Adamarta als altes Fischweib bezeichnet hatte. Oh, war das eine Hexe? Das ist aber auch ziemlich gut erhalten, der Grabstein, dafür, dass hier eigentlich gar nichts mehr übrig ist von dem Friedhof. Auf dem Belgard-Weingut kam es einst zu einem spektakulären Giftmord an einer großen Banditenbande, welche die Gegend geplagt hatte. Hernach wollte man die Leichen verbrennen, doch ein gütiger Mann sprach sich dafür aus, dass sogar so verkommene Gestalten wie die Banditen etwas Besseres verdient hatten. Er bezahlte die Bestattung auf einem kleinen Friedhof. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Mere Lachaiselange. Später starb Ritter Ramon von Gishon den Märtyrermord, als er versuchte, die ständig wiederkehrenden Geister der Banditen loszuwerden. Was haben wir hier? Okay, ja, ich glaube, alles lese ich mir jetzt nicht durch, weil es sind ja doch einige Grabsteine mehr, als ich gedacht hätte. Babel Swierczynski, Reisender, liebte es zu kommen und zu gehen, wurde von seinen verlassenen Kindern getötet. What? Was ist hier denn los? Komm, das lesen wir auch noch. Pierre Montcresson Melleroy, Barde, Koch, Ping-Pong-Spieler. Die sind einfach alle interessant und haben einen gewissen Charme oder Witz. Ich würde sie schon gerne alle lesen, aber ich mach's nicht. Blanche du Vouson, Majorin der 2. Armee Toussaint, eiserne Jungfrau des Ordens der Veteranen der Auslandskriege. Das ist ja ein Gezirpe hier. Oh, ich muss jetzt einfach hier weg. Also ich muss jetzt einfach weitergehen, sonst mache ich es wirklich und lese mir jeden verdammten Grabstein durch und gucke immer an, wie viele das sind. Wobei, da könnte man aber nicht jeden lesen hier können, oder? Also das wäre krass. Naja, nee, die Kleinen haben nichts drauf, alles klar. Magdalena Zy, Autorin, von einem eifersüchtigen Geliebten erstochen. Wieso stehen denn immer da, wie die gestorben sind, oder oft? Gregor Sadinski, außergewöhnlicher Athlet, stemmte gerne schwere Gewichte, bis sie ihn stemmten. Hä? Pavel Banane Panasiuk, Schöpfer von Kürbisball, einem in Angren beliebten Spiel, bei dem zwei Mannschaften mit Kürbissen nach Körben werben. Klingt ja fast wie Basketball. Da unten links ist auch irgendein... Ach, das ist eine blöde Pflanze, glaube ich. Dieser Regis. Natürlich müssen wir uns hier treffen. So, gehen wir mal hier rein, ohne dass uns der Ghoul und die Pflanze sehen.
Regis! Verflixt, abgeschlossen. Aber falsch bin ich hier nicht. Das muss es sein. Hier muss es doch noch einen Eingang geben. Ah, ich sehe schon den Höhleneingang da drüben. Das heißt, wir müssen doch die Gegner platt machen. Ach, verdammt. Ein Ghoul und so eine blöde Pflanze. Na komm her. Tut ja. Ja, komm, hör auf rumzunerven. Was bist du denn da? Au. Au! Ich muss mal Iggy benutzen. Wir haben nicht viel Energie, beziehungsweise... Oh, wir haben ja quasi gar nichts mehr zum Heilen, sehe ich gerade, außer Essen. Sehr geil. Aber wir dürften zumindest, wenn wir getroffen werden, einmal wiederbelebt werden. Bevor wir jetzt aber weitergehen, würde ich sagen, müssen wir erstmal eine Runde. Was? Noch mehr? Warum? Hallo, ich brauche erstmal Energie. Kollege. So, haben wir es jetzt. Also. Wie konnte ich nicht merken, dass wir gar keine Tränke mehr haben? Sag mal, wo drücke ich denn die ganze Zeit drauf? Was war denn nochmal? Hey, bin ich doof. Was war denn meditieren? Ah. Ah, anstrengend. Okay. Hier scheint doch noch ein... Oh. Goldener Teller. Oh, ich plünder so ungern Grabbeigaben. Willst du noch? Ja. Oh, oh. Hässlicher Bastard. Fuck. Vicky-Mo. Die war ja auch. Ja, ich muss Katze nehmen. Ich hatte gehofft, dass ich darauf verzichten kann, aber es sieht nicht so aus. Vergessen wir mal, wie es aussieht, verdammt. Das ist doch... Wenn die mich eingekesselt hat und auch schön, wie ich vergiftet bin. Und wie kommt denn hier noch? Ist so eng hier. Müsste mal die Vergiftung heilen, ne? Oh, jetzt muss ich noch goldener Pyrol einsetzen, so wie das. Ne, weißer Honig, was. Ging auch, oder? Was? Verlängert Wirkdauer, Gifte heilen, anstatt Schaden zu bewirken. So. Schon wieder vergiftet, unglaublich. Gut, jetzt nehmen wir Katze. So. Essen noch was? Nehmen ein bisschen Schrott mit. Und gucken uns hier mal um. Können wir mal die Eier nicht. Ich muss sie einäschern. Wollte gerade sagen, den kann man auch platt machen. Was liegt hier noch rum? Zerfallende Knochen. Da müssen sich Kikimoras reingegraben haben. Ein Äschern. Toll. Jetzt wird's hell.
Haben wir alle? Hässlicher Bastard. Hallo. Der hat mich nicht gerade umgebracht. Was war denn das für ein geiler Kampf? Ich bin so raus aus dem Spiel. Das gibt's ja gar nicht. Verstehe ich aber. Oh, was heißt denn jetzt? Wo fangen wir denn jetzt wieder an? Fällt mir gerade ein. Das weiß ich gar nicht. Oh, oh. Keine Ahnung, wo wir jetzt anfangen. Wieder aber lang. Oh, ey. Ich hab. Oh, Mist. Was mache ich jetzt? Also, ich habe bestimmt scheiße gekämpft. Klar, ich bin raus. Aber ich hatte auch ein bisschen Pech, glaube ich. Aber das ist egal. Oh, wo bin ich jetzt? Das hat ja an einer merkwürdigen Stelle gespeichert. Was ist das denn? So, weißer Honig. Verbessere die Katze. Okay. Wir speichern nochmal. Diesmal kämpfen wir besser. Das stinkt für mich. Zieht aber auch massiv ab, der Junge. Was ist denn hier los? Echt massiv ab. Bin ich schon wieder vergiftet ohne Ende? Oh. Hallo. Also muss ich Goldener Pirol auch noch nehmen. Was ist denn? Also, das ist ja gerade ein krasser Gegner. Scheiße, ich bin schon wieder. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Toll, ich brauche die Katze, um was zu sehen. Hab keinen Honig mehr. Ich werde sterben. Ich will aber nicht sterben. Danke. Okay. Ich bin gleich tot. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt auf. Auf Schutzschild. Der Typ immerhin mich mal so einfach am Sack gehen kann. So, jetzt sehe ich nichts mehr, kann aber auch keine Katze einsetzen, weil ich ja zu vergiftet bin. Fuck! So ein Kackkampf! Muss Goldener Büro jetzt vorher nehmen. Sorry für dieses auf den Tisch schlagen, mache ich das eigentlich nicht. Aber bestimmt unangenehm laut für euch. Weil ich es bestimmt wieder nicht runtergeregelt habe, danach in der Nachbearbeitung. Das ist. Bin ich zu faul für, sorry. Oh Gott, das dauert jetzt wieder ewig.
Okay, also, wir müssen jetzt nicht nochmal direkt, also wir laden ja jetzt nicht im Kampf rein, das ist schon mal gut. Ich verstehe auch gar nicht, wieso das vorhin gespeichert hat, als wir noch im Kampf waren. Eigentlich speichert das immer erst nach dem Kampf, man kann doch gar nicht im Kampf speichern. Egal, dann müssen wir den goldenen Pirol nehmen, weil der dafür sorgt, dass wir nicht vergiftet werden können. Und dann müssen wir, also vielleicht kämpfe ich einfach direkt mit Quen, so viel wie der Typ abzieht. Ja, es wird das Beste sein. Aber das Stufe 37? Ich habe da auch schon gegen solche Dinger gekämpft, oder? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die so mächtig waren. Was wollte ich noch sagen? Eigentlich nichts. Direkt wieder so ein kleiner Bosskampf, bevor man hier mit dem Hauptquest weitermachen kann. Was macht denn der Regis? Der ist doch so ein mächtiger Vampir. Ich verstehe nicht, warum der hier unten nicht mal aufgeräumt hat. Warum überhaupt abgeschlossen ist. So, jetzt nehmen wir den Pirol. Moment, konnten wir den Pirol nicht auch noch verbessern? Ist doch kein Öl, oder? Öl schmiert mir doch bloß Sachen ein. Oder gibt's einfach keinen besseren Pirol? Krass. Pirol ist doch auch kein Absud. Sehr merkwürdig, okay. Überlegener goldener Pirol. Ach, wir haben da schon das Krasseste. Sag das doch. So. Keine Ahnung, wie lange das hält. Ich hoffe, es reicht eine Runde. Mit Quen spielen. Ach ne, wir müssen ja erstmal mit Igni das Zeug hier kaputt machen, aber dann können wir mit Quen spielen. Das stinkt vielleicht. Ah, schön daneben. Hä, wieso sind wir denn vergiftet? Ich hab doch goldener Pirol drinne. Was ist denn das? Muss ich nicht verstehen, oder? Kampf geht mir gerade auf den Sack, muss ich zugeben. Aber okay, mal ein bisschen spannender. Ich kann mich halt auch nicht heilen bei der Vergiftung. Jetzt bin ich gleich wieder tot. Was ist denn das für eine Scheiße? Komm ich schon vor wie der Drachenlord. So geil! Seit wann kann man denn vergiftet werden, wenn man goldener Pirol getrunken hat? Habe ich irgendwann. Verwechsel ich den Trank oder so? Es war doch goldener Pirol, oder? Was vergiftet mich denn hier so heftig? Also ich bin gerade. Und wie sagt man? Ich weiche halt ständig aus und er trifft mich trotzdem. Also ich weiche immer im falschen Moment aus. Heftig. Okay. Komm, ich habe Hunger, merke ich gerade. Eieiei, was ist da denn los? Goldener Pirol, aber es ist doch der goldene Pirol. Weißer Honig macht halt, setzt das Gift halt direkt wieder auf Null, aber da ist man nicht immun. Okay, jetzt gucken wir uns noch mal den Pirol genau an. Verlängert Vergiftung, wann sich verlängert Wirkdauer, Gifte heilen, anstatt Schaden zu bewirken. Was? Hä,
Waren wir da nicht immun? Bin ich blöd? Okay, also der weiße Honig sorgt auf jeden Fall dafür, dass unsere Vergiftung weggeht. Deswegen muss ich nochmal kurz nächtigen, damit wir den vollen weißen Honig haben. Gut. Jetzt brauchen wir einmal die Katze. Ich werde jetzt trotzdem einmal den Pirol trinken, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, ob das überhaupt was bringt. Das Gefühl hatte ich nicht. Und jetzt machen wir aber weißen Honig rein. Da haben wir zwar den Nachteil, dass wenn wir den trinken, dann keine Katze mehr haben. Aber da können wir zumindest zweimal die Vergiftung auf Null setzen, falls der uns wieder komplett durchdrehen lässt. So. Okay. Können wir jetzt mal kurz schnell heilen. Dann machen wir ja auch mehr Schaden. Okay. Das stinkt vielleicht. Ach, das vergiftet uns. Der spritzt irgendwelche Scheiße ab. Das ist mir zum ersten Mal das aufgefallen. Davor muss ich ausweichen. Alles klar. Fuck. Jetzt ist es halt wieder soweit, ne? Aber auch schnell. Fuck! Das gibt's doch nicht! Dieses Drecksding! Bis zum nächsten Mal, ja, pack es.